Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 7 von der Klausur Wintersemester 21/22 an. Bestimmen Sie mit Hilfe eines Doppelintegrals die Fläche, die durch die gegebenen Gleichungen begrenzt wird. Fügen Sie Ihrer Rechnung eine erläuternde Skizze bei. Fangen wir mit der Skizze an. XY. Wir haben 1 Viertel x² plus 4. Die Parabel geht durch 4. Und ist nach oben geöffnet und ziemlich breit nach links und rechts. Ne? Also haben wir hier durch 4, geht dann hier ziemlich breit. Also das ist ein Viertel x² plus 4. Und y, also das, was wir anschauen, ist auf jeden Fall drüber. Also wir gucken uns diesen Bereich hier an. So, dann haben wir x größer gleich minus 3. Dann sind wir hier. Also, dann nehmen wir eine andere Farbe. Größer gleich minus 3. Sind wir auf jeden Fall schon mal hier drüber und hier rechts daneben, das heißt in diesem Bereich hier. Dann haben wir noch y kleiner gleich minus x plus 6. Das heißt, wir gehen hier auf jeden Fall durch 6. Und minus x heißt, wir haben ein eine Neigung von minus 1, das heißt, läuft ungefähr so, und das liegt da drunter. Das heißt, wenn wir jetzt nur diese Begrenzung hätten, dann wären wir jetzt genau, hätten wir diese Fläche. Aber wir haben noch eine zusätzliche Begrenzung, das ist y kleiner gleich 8, also hier ist 8, y kleiner gleich 8, das heißt, wir haben jetzt am Ende noch diese Fläche, die uns interessiert. Also das ist A. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Schnittpunkte. Wir haben hier einen Schnittpunkt. Ne, dieser Schnittpunkt. Der Schnittpunkt, der interessiert uns. Und der Schnittpunkt hier unten, der interessiert uns. Also die beiden Schnittpunkte brauchen wir. Das heißt, wir brauchen minus x plus 6. Den Schnittpunkt von minus x plus 6 mit minus 8 und mit minus 1 Viertel x² plus 4. Machen wir den ersten Schnittpunkt, der geht relativ einfach. Noch Schnittpunkt drüber. Also 8 ist gleich minus x plus 6. 8 minus 6 ist 2. Mal minus 1 sind wir bei x gleich minus 2. Ja, das passt hier. Schnittpunkt x gleich minus 2. Zweiter Schnittpunkt. Schnittpunkt von minus x plus 6 mit 1 Viertel x² plus 4. Also 1 Viertel x² plus 4 gleich minus x plus 6. Haben wir die minus x plus 6 auf die linke Seite, dann steht da 1 Viertel x² plus x, 4 minus 6 minus 2 gleich 0. Gut, damit wir das mit PQ-Form lösen können, mal 4, dann steht da x² plus 4x minus 8 gleich 0. x1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus 2, ne, minus 4 halbe ist minus 2, plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat, 2 Quadrat ist 4. Minus q, minus minus 8, also plus 8. Haben wir da stehen, minus 2 plus minus Wurzel 12. Okay, dann können wir anfangen, die Fläche zu berechnen. Wenn wir die Fläche berechnen, müssen wir das Ganze aufteilen in zwei Bereiche. Einmal von hier bis da, da ändert sich nämlich die obere Funktion. Und einmal von da bis da. Gut, fangen wir an. So, das Ganze mit dem Doppelintegral lösen. Also Integral von hier bis da. Da haben wir ausgerechnet, das ist minus 2, also von minus 3 bis minus 2. Von der unteren Funktion, das ist hier 1 Viertel x² plus 4. Bis zur oberen Funktion, und das ist einfach 8.
dx. Ne? Wir können auch einmal dx schreiben, können wir auch weglassen. Wenn wir hier die Stammfunktion bilden von 1, ist einfach x. Und dann setzen wir natürlich dy dx. So. Wenn wir hier die Stammfunktion bilden von 1 nach dy, das ist y, setzen wir ein, obere Grenze minus untere Grenze, das können wir jetzt in einem Schritt direkt machen. Also haben wir da stehen, minus 3 bis minus 2, 8 minus 1 Viertel x Quadrat plus 4 dx. Das ist, nennen wir das mal a1, das ist dann hier dieses vordere Stück. Das ist a1 und hier das ist a2. Dann können wir hiervon die Stammfunktion bilden. 8, Stammfunktion 8 ist 8x, minus 1 Viertel x Quadrat sind wir bei minus 1 durch 4 mal 3, 12, x hoch 3. Von 4 die Stammfunktion gebildet, können wir auch vorher hier 8 minus 4 rechnen, dann sind wir bei 4 und dann haben wir hier vorne statt 8x 4x stehen. Ja? In den Grenzen von minus 3 bis minus 2. Okay, dann setzen wir minus 2 ein. Dann sind wir bei minus 22 Drittel. Minus, minus 3 eingesetzt, sind wir bei minus 39 Viertel. Also minus 22 Drittel plus 39 Viertel. Dann haben wir A2. A2 ist einfach das Integral von dem Schnittpunkt 1 bis zum Schnittpunkt 2. Also Integral von minus 2 bis minus 2 plus Wurzel 12. Und das Integral von der unteren Funktion, das ist minus 1 Viertel x plus 4 und der oberen Funktion minus x plus 6. Also hier minus x plus 6 und hier unten 1 Viertel x plus 4 dy dx. Stammfunktion ist wieder 1, obere und untere Grenze eingesetzt. Das heißt, wir haben Integral von minus 2 bis minus 2 plus Wurzel 12. Oberfunktion minus x plus 6 minus 1 Viertel x Quadrat plus 4. Dx. Okay. Dann können wir auch hier die Stammfunktion bilden. Minus x Stammfunktion ist minus 1 halb x Quadrat. Dann können wir hier rechnen 6 plus 4 oder minus ist 2. Stammfunktion ist dann 2x. Und minus 1 Viertel x Quadrat haben wir gerade schon, ist minus 1 Zwölftel x hoch 3. Grenzen von minus 2 bis minus 2 plus Wurzel 12. Gut, setzen wir ein, minus 2 plus Wurzel 12 eingesetzt, kommt raus 1,595 minus, minus 2 eingesetzt ist minus 16 Drittel. Und dann können wir a berechnen, das ist einfach a1 plus a2. Also das plus das kommt raus 9,345.